Du interessierst dich dafür, wie ich das Ganze hier gemacht habe im Magic Video Deluxe? Dann bleib dran, denn in diesem Video zeige ich dir, was du dafür brauchst und wie das Ganze funktioniert. Los geht's nach dem Intro. Das Ganze startet mit GIMP. Das ist ein Zeichenprogramm, das kostenlos zur Verfügung steht. Wenn du GIMP nicht kennen solltest und darüber gern mehr wissen willst, dann ab damit in die Kommentare. Wir starten hier ein neues Programm und machen das Format auf eine Höhe von 1080 Pixeln und eine Breite von 20.000 Pixel. Wir geben in dieses Format Röhren-PNG-Dateien, die wir in ihrer Größe und Länge etwas modifizieren. Danach duplizieren wir die ganze Röhre mehrfach, sodass über das ganze Format mehrere Röhren oben und unten zu sehen sind. Um den Hintergrund zu erstellen, wählen wir wieder das gleiche Format aus, 1080 Pixel in der Höhe und 20.000 in der Breite. Danach wenden wir einen Farbverlauf an, von blau zu weiß, um den Horizont darzustellen. Danach fügen wir die Wolken ein, diese duplizieren wir dann wieder und verteilen sie auf den kompletten Bild. Jetzt ist es soweit, wir können weitermachen im Magic Video Deluxe und ziehen uns dafür erst einmal unsere erschaffenen Welten in die Timeline. Das bedeutet, wir nehmen hier zuerst mal den Himmel. Das Ganze sieht jetzt so aus auf einen 1920 auf 1080 Pixel. Deswegen müssen wir das Ganze erst einmal anpassen. Von der Timeline-Länge würde ich jetzt das Ganze mal auf 15 Sekunden machen. Und dann müssen wir noch bei Effekte die Größe anpassen. Und zwar sehen wir jetzt, wenn wir das auswählen, dass wir eine Breite von 1920 haben. Das Ganze lassen wir in der Proportion einfach beibehalten und geben jetzt in der Höhe 1080 an. Dann wird automatisch die Breite auf 20.000 gelegt. So, beides dann auf 0 und 0 bei den Proportionen und schon sind wir hier zu Beginn. Wir können leider nicht weiter rauszoomen, auf 15% ist das wenigste, was man machen kann. Und dann sehen wir, dass wir jetzt ganz linksbündig in unserem 1920 auf 1080 Format sind. Danach ziehen wir die Container rein. Da machen wir das gleiche Spiel. Auch wieder 1080 in der Höhe. Dann gehen wir hier auf Position 0 und 0. Okay. Und dann sehen wir schon, dass wir hier den Himmel mit den ersten Röhren haben. In der Timeline schieben wir das auch wieder auf 15 Sekunden Länge. Wenn wir jetzt das so durchgehen würden, würde noch nicht recht viel passieren, weil das Bild ja sich noch nicht bewegt. Damit das Bild sich bewegt, setzen wir hier zu Beginn einen Keyframe, gehen ganz nach hinten, schieben dann das Bild auf Position 18.018 im Minus. Höhe 0. Und damit sind wir angekommen bei 18.080, die Bildbreite einmal abziehen. Und wenn wir das Ganze jetzt abspielen würden, dann würden wir sehen, dass die Wolken schon mal sich verschieben. Damit das Gleiche jetzt bei den Röhren auch passiert, wenden wir das Ganze hier auch an. Gehen bei den Röhren da drauf, geht zum Ende hin, wählen dann hier minus 18080, zapp, kommen da wieder zum Schluss. Wenn wir das Ganze dann abspielen, sehen wir, dass sich das beides gleichmäßig bewegt. Die Wolken und die Röhren haben aber unterschiedliche Geschwindigkeiten, damit es bei der Animation gut aussieht. Und von daher, also ganz am Anfang, fliegt erst einmal der Vogel hier rein. Und wenn der Vogel ungefähr auf dieser Höhe ist, dann soll die Animation der Röhren erst beginnen. Ich habe das Ganze so gemacht, dass die Animation der Röhren erst bei 5 Sekunden startet. Ungefähr hier. Das heißt, wir wählen jetzt wieder eine unserer Timeline aus. Ein Segment, setzen das hier auf. Entschuldigung, es sind ja plus 2 Sekunden am Anfang, bis der Vogel reinfliegt. 21, 22. Und dann soll die Animation losgehen. Das heißt, wir setzen den Keyframe zum Start auf genau 2 Sekunden. Bei den Röhren machen wir es genauso. Den verschieben wir jetzt auch nochmal. Jetzt, wenn wir die Simulation starten würden, 21, 22 und dann würden beiden Sachen erst losfahren. Damit das Ganze dynamisch wirkt, setzen wir zum Schluss unsere Timeline, wenn wir hier nochmal rausgehen, nicht alles beide gleichzeitig, weil Wolken und Röhren gleichzeitig verfahren wollen, sondern wir sagen, der Himmel ist halb so langsam wie die Röhren. Bedeutet, wir gehen hier auf eine Position. Das habe jetzt ich einfach mal für mich gemacht, je nachdem wie lang der Film geht und wie ihr die Bilder angeordnet habt. Ich habe es jetzt mal, dass die Geschwindigkeit halt auch passt. Ich habe es jetzt mal so gemacht, dass ich hier auf
minus 4500 bin. Und hier bei den Röhren bin ich bei der doppelten Geschwindigkeit auf 9000. Das heißt, ich ende nicht ganz am Ende vom Film, sondern weiter vorne. Somit wird mein Film, meine Animation langsamer abgespielt. So, und dann wirkt es schon viel dynamischer. Der Vogel fliegt jetzt hier wie meine Maus. Wenn euch das noch zu schnell ist, dann könnt ihr das Ganze einfach über die Zeit nach hinten verlangsamen. Bedeutet, wenn wir jetzt hier genauso mal minus 6000 plus machen würden, würde sich das Ganze noch langsamer abspielen. Ich würde dann die Wolken auch halb so langsam machen. Der Vogel kommt und würde dann hier schön sanft weiterspielen. So würde es natürlich auch gehen, schaut auch ganz gut aus. Aber ist ein bisschen langsamer geworden. So könnt ihr dann die Zeit beeinflussen. Wir machen das Ganze jetzt wieder auf unseren alten Wert. Minus 9000. Dann habe ich uns einen schönen animierten Vogel rausgesucht. Den habe ich gefunden auf einer Homepage. Den ziehen wir genauso lang. Den ziehen wir hier rein, dann ziehen wir den entlang. Und wenn wir jetzt hier starten, dann sehen wir schon, dass dieser Vogel toll animiert ist. Ihr könnt natürlich jeden beliebigen Vogel nehmen, den ihr wollt. Wir ziehen dann jetzt erst einmal auf eine Größe, die wir auch haben wollen. Dafür zoomen wir ein bisschen ans Bild ran. Und dann würde ich sagen, diese Größe schaut auch ganz gut aus. Ungefähr so soll unser Vogel sein. Und dann gehen wir mal ganz am Anfang. Und wenn wir das Ganze jetzt abspielen, dann fliegt unser Vogel natürlich immer im Bild. Bleibt er auf einer Position, das schaut jetzt so aus, als würde er einfach geradeaus fliegen, weil sich natürlich der Hintergrund bewegt. Damit wir jetzt halt über die Röhren kommen, brauchen wir auch die Keyframes. Der Start des Vogels ist hier unten. Da soll er so nach oben fliegen. Hier machen wir Position und Größe, starten wir mit dem ersten Keyframe. Und dann wird es interessant, weil jetzt halt gehen wir in der Timeline nach vorne und sagen über die Pfeiltasten, nach 2 Sekunden geht es hier oben los. Sollst du dich dann mindestens schon hier befinden, in der Drehung. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Der Vogel kommt, fliegt hier rein. Und jetzt beginnen sich die Röhren zu bewegen. Das heißt, hier hätten wir schon wieder Stillstand. Dann drehen wir den Vogel doch ein bisschen nach unten, der Position. Jetzt müssen wir dann Frame für Frame immer durchgehen und den natürlich ein bisschen animieren. Können wir noch ein bisschen hochsetzen, ein bisschen runterdrehen. So, dann geht es wieder weiter. Das Ganze machen wir dann so lange, bis wir das schön animiert haben. Setzen ihn ein bisschen runter. Gehen dann wieder runter im Bild. Schauen dann immer so, dass er im ersten Drittel hier vorne bleibt. Das schaut dann am besten aus. Und wenn wir das dann mal nachschauen wollen, dann können wir hier wieder zurückgehen und sehen, wie schön unser Vogel hier fliegt. Wenn wir das Ganze dann durchanimiert haben mit unseren ganzen Keyframes, dann schaut das Ganze ja so aus. Der Vogel fliegt hier durch. Das Bild kennen wir schon. Hört sich noch ziemlich langweilig an. Hier sieht man die ganzen Keyframes auf der Timeline. Das kann man natürlich auch noch viel schöner machen in seiner Bewegung. Ganz am Schluss lasse ich ihn ein bisschen rausfliegen. Da könnt ihr natürlich auch frei machen, was ihr wollt. Jetzt habe ich dazu noch ein bisschen Vogelgesang. Den gibt es auch überall zum Download. Schaut, dass ihr die Lizenzen dafür mal habt. Dazu setzen wir noch freundliche Kindermusik und ab geht's. Hat euch das Video gefallen, dann unterstützt doch gerne den Kanal mit einem Daumen nach oben und einem kostenlosen Abo. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.